Guten Tag, mein Name ist Alexander Briedereck, ich bin Rechtsanwalt und ich habe heute einen neuen Gast. Zum ersten Mal ist Ulrich Welzel da. Und hallo Herr Welzel, sagen Sie doch mal selbst, was Sie machen, wer Sie sind. Ja, Ulrich Welzel, bin im Notfall- und Krisenmanagement tätig für Unternehmen. Das ist ein Thema, ein Aspekt Trauma am Arbeitsplatz. Und wir gehen letztendlich, gehe ich in Situationen rein, wenn ein schwerstkranker oder Kollegin schwerst erkrankt ist, wenn ein Pflegefall in der Familie ist, wo eine Betroffenheit da ist. Meine Kunden sind zum Beispiel Arbeitsschützer. Mhm. Nehmen Sie sich eine Situation, ich bleibe mal in Henningsdorf, da ist eine Waggonproduktion, da schweiße ich, da habe ich mit schwerem Gerät zu tun, da brauche ich auch mal einen Hammer und ähnliches. Und wenn der Kollege, die Kollegin in irgendeiner Form eine existenzielle, in Anführungsstrichen, existenzielle Krise hat, das kann, wie gesagt, der Pflegefall in der Familie sein, genauso wie eine Scheidung, aber auch eine schwere Erkrankung. Dann sind wir da, um meistens die Mitarbeiter zu betreuen, also einmal meistens die Führungskräfte zu betreuen. Mhm. Hintergrund der Arbeit ist, dass die Führungskräfte sehr oft, das ist keine Bewertung, unsicher in der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen sind, die, wir nennen das mal auch von Betroffenen sind, die in irgendeiner Situation sind, wo sie sagen, Mensch, wie kann ich das denn ansprechen? Darf ich das überhaupt ansprechen? Mhm. Das ist ja gerade für uns hier im Arbeitsrecht. Und aus dem Arbeitsrecht, genau. Sehr, sehr wichtig. Jetzt hat Herr Welzel schon so gesagt, was er alles macht. Als er das erste Mal neulich hier war und wir uns kennengelernt haben, fand ich am spannendsten von dem, was ich so aufgegriffen habe aus unserem Erstgespräch, was ich mir gemerkt habe, das Thema Trauma-Management am Arbeitsplatz. So habe ich mir das jetzt mal gemerkt, erstmal aus dem ersten Gespräch. Und das soll auch heute in unserem ersten gemeinsamen Video das Thema sein. Trauma-Management am Arbeitsplatz. Und wir wollen heute mal die Arbeitgebersicht nehmen. Was habe ich da als Arbeitgeber überhaupt zu beachten und so weiter? Und dazu werde ich im heutigen Video Herrn Welzel befragen. Herr Welzel, ich habe das Thema Traumamanagement am Arbeitsplatz aus Arbeitgebersicht genannt. Wir wollen auch noch aus Arbeitnehmersicht ein Video machen, aber in diesem Gespräch nehmen wir die Arbeitgeberperspektive ein. Ich würde als erstes mal fragen, kurz gesagt, was ist Trauma im Sinne Ihrer Tätigkeit? Was würden Sie da als Trauma jetzt annehmen? Also Trauma im Gesamtkontext heißt erstmal nur Verletzung. Mhm. Ich bin Sanitäter, wenn ich von der Straßenbahn oder von dem Auto laufe und man hat eine Verletzung im Thorax, dann nennen wir das auch ein Trauma. Schädel-Hirn-Trauma wird Ihnen was sagen. Wir haben das Thema Trauma natürlich auch in der Seele, also nicht nur äußerlich, sondern auch seelisch. Und hier geht es dann letztendlich darum, wie können wir es gar nicht so weit kommen lassen im Unternehmen, dass es zu einer Traumatisierung kommt. Mhm. Wenn ich und meine Kolleginnen und Kollegen gut arbeiten heißt in die Kommunikation kommen mit den Betroffenen, dann kann ich Ihnen sagen, brauchen wir die Traumaspezialisten, also ich führe ein Spezialistennetzwerk oder kann zurückgreifen auf ein Spezialistennetzwerk von Traumatherapeuten, die brauche ich dann letztendlich zu 1,5%. Am Anfang steht aber ein Ereignis von außen, jetzt erstmal, was keiner beeinflussen kann, ein schlimmes Ereignis, dann werden Sie hinzugerufen und versuchen zu verhindern, dass sich daraus ein Trauma entwickelt, oder ruft man Sie und sagt, wir sind hier traumatisiert und helfen Sie uns. Was ist da so der Anlass, dass Sie dazu berufen werden? Lassen Sie es mich konkret machen. Flugzeugabsturz 2015, 24. März. Sie wissen alle, das Flugzeug in Lufthansa Jet ist in Frankreich abgestürzt. Einen Tag später ruft mich der Arbeitssicherheitschef eines produzierenden Unternehmens an und sagt, können Sie bitte zu uns kommen? Unser Kollegen war in diesem Flugzeug, er ist verstorben. Mhm. Dann geht es erstmal darum, und dann habe ich gefragt, was ist los? Ja, wir wissen nicht, wie wir nach außen und nach innen agieren sollen. Mhm. Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Ich kam dann in das Unternehmen mit der Voraussetzung, es ist eine Person verstorben. Und als ich in dieses Unternehmen kam, saß auch noch die Führungskraft,
Gruppenleiter, hätte ich fast gesagt, ja, Abteilungsleiter dort. Und es waren 21 Kolleginnen und Kollegen, die sehr freundschaftlich miteinander verbunden waren. Und dann kam Folgendes raus, dass einmal der Kollege in Frankreich verstorben ist, dann 4 Wochen vorher ein 31-jähriger Mitarbeiter, da ist sein Kind plötzlich in plötzlichen Kindstod verstorben. Und wiederum 6 Wochen vorher hat eine knapp 50-jährige Mitarbeiterin ihre 19-jährige Tochter beim Autounfall verloren. Mhm. Jetzt hatten wir innerhalb von 10 Wochen 3 Todesfälle nur in dieser Abteilung. Mhm. Und da war, die waren, muss man sagen, wirklich völlig fertig und sagten, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir agieren sollen. Weil zum Beispiel der 31-jährige Mann gesagt hat zu seinen Kollegen und auch zur Führungskraft, lassen Sie mich bloß in Ruhe, fragen Sie nicht nach, wie es mir geht. Ist eine klare Deutung, dann würde ich auch so agieren. Die 50-Jährige, die ihre 19-jährige Tochter verloren hat, die möchte mit der Führungskraft reden. Mhm. Und manchmal heißt das nur, morgens die Tasse Kaffee und zu sagen, Mensch, wie geht's dir denn, die war alle per Du, wie geht's dir denn im Moment? Mhm. Einfach nur, ich nehme dich wahr. Mhm. Im Zuge des Flugzeugunglückes ging es dann darum, da steht die Presse vor der Tür, ich kann Ihnen gleich sagen, die ist richtig unverschämt, die halten sich an nichts. Aber ein wichtiger Satz war, das sagt der Arbeitsschützer, sagt, dass unser Chef eine Stunde nach dem Flugzeugabsturz sofort seinen Kugelschreiber hat fallen lassen und zur Witwe gefahren ist, sagt mir, wenn mir etwas im Unternehmen passiert, ist meine Familie hier gut aufgehoben. Mhm. Und das ist schon mal ein Satz, ja, da so eine Aktion steht nicht im Intranet, am schwarzen Brett etc., sondern das ist, da fühlt man sich aufgehoben und dann wissen auch die Mitarbeiter, hier geht der Arbeitgeber wirklich, sag mal, empathisch und vernünftig um. Mhm. Andersrum fragt mich dann der Arbeitgeber auch, wir sind ein produzierendes Unternehmen, wann geht die Arbeit weiter? Mhm. Also Betriebsunterbrechung. Und wenn ich mich mit dem Thema Traumatisierungen auseinandersetze, letztendlich aus Arbeitgebersicht, und ich nehme auch den Betroffenen mit hinein, geht es immer darum, ja, eine schnelle Reaktivierung, mhm, gar nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern die Fehlzeiten zu reduzieren. Mhm. Und viele Menschen, lass mich ein anderes Beispiel nennen, ist vor kurzem eine Bäckerei überfallen worden. Und da hat der Chef gefragt, Kleinstunternehmen, willst du in eine andere Filiale rüber wechseln? Sagt sie, nein, ich bleibe hier, und sie hat weitergearbeitet. Der Verkäufer hat das sehr viel Nutzen gegeben, gleich wieder in die Aktivität zu kommen. Mhm. Und das sind so Prozesse, die wir anleiten. Und das hat natürlich viel mit Kommunikation zu tun. Wie fühlst du dich? Bist du in der Lage? Mhm. Und lass mich noch ein Beispiel aus dem Bankenbereich nennen. Ein Banküberfall, da ist auch die Polizei, da ist ein Riesenaufruhr. Und manchmal kann schon die Stabilisierung sein, dass wenn der Mann an der Kasse oder Frau an der Kasse überfallen wird, zähl doch mal das Geld. Nur, dass du aus dem Kopf, mhm, raus in die Normalität kommst. Ich verstehe jetzt Ihre Beispiele und wie Sie, wo Sie in diesen Beispielen, die Sie genannt haben, gerufen wurden, so, dass es darum geht, wenn man dieses Ereignis hat, den Banküberfall, den Flugzeugabsturz, diese Häufung von Todesfällen, den Suizid, mhm, eines Mitarbeiters, wenn man diese Fälle hat, dann sagt der Arbeitgeber, hier haben wir ein Problem, erkennt das und holt sie. Aus meiner eigenen Praxis weiß ich aber, dass das viele Arbeitgeber nicht machen, sondern viele Arbeitgeber sehen eigentlich eine andere Situation. Die sehen einen erhöhten Krankenstand, mhm, der schon länger zurückliegt, ja, in der Bilanz dann irgendwie, in den Daten, und sagen dann, kommen dann häufig zu mir über eine Kündigung und sagen, wir wollen hier Leute entlassen, das geht ja hier nicht so weiter mit dem Krankenstand. Und man kommt dann von hinten rum rein zu sagen, ja, juristisch, wir können ja natürlich alle rausschmeißen, aber wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen die eigentlich in vielen Bereichen, da können Sie heute Pflege, Sie können heute gar nicht mehr die Pflegefachkräfte kündigen, egal was die machen. Mhm. Da wäre mir für mich nochmal interessant, Sie sagen ja, wenn Sie gut, also zum richtigen Zeitpunkt geholt werden, dann gute Voraussetzungen dadurch haben, sofort loslegen können, bevor ein Trauma entsteht. Aber wie sieht denn die Situation aus, wenn das nicht passiert, wenn Sie in eine Situation gerufen werden, wo vielleicht schon traumatisierte Mitarbeiter da sind? Wie würden Sie damit umgehen? Also
Ich bin kein Psychologe, bin auch nicht ausgebildet als Traumatherapeut. Ich bin in der psychosozialen Notfallversorgung tätig und da habe ich auch eine Ausbildung. Da überweise ich sehr, sehr schnell dann habe ich ein Netzwerk von 60 Traumatherapeuten, auf das ich zurückgreifen kann. Wir sind hier in Berlin. Hier sind zum Beispiel dann relativ schnell 3, 4 Kolleginnen und Kollegen wären da. Und das Wichtige ist, dass ich nicht beim Traumatherapeuten erst wochenlang warten muss. Wir haben zwar eine gesetzliche Pflicht, Sie wissen das, Herr Friedrich, dass der Gesetzgeber sagt, du hast nach 14 Tagen spätestens, das ist alles viel zu schnell, zu spät, Entschuldigung, zu spät. Ich brauche in den nächsten 24 Stunden garantieren wir zumindest schon mal ein Telefonat. Und dieses Telefonat ist darauf ausgerichtet, eine Stabilisierung hinzubekommen. Und da setzt wieder Ihr Part ein, oder also der Arbeitgeber-Part, vielleicht eine Empfehlung. Lieber Arbeitgeber, zahle doch mal die ersten 5 Stunden dieses Traumatherapeuten. Ich kenne mehrere Unternehmen, die das dann auch letztendlich umsetzen. Das Ziel dieser Traumatherapeuten ist so gesetzt, dass die Menschen nach 5 Stunden zu 99,9% stabilisiert sind. Also da gibt es, also so stabilisiert sind, das kann sein, dass sie in den nächsten Wochen noch außerhalb des Unternehmens sind oder dass sie auch krankgeschrieben sind, aber grundsätzlich stabilisiert sind. Aber dann relativ schnell zurückkommen. Und es geht, wir haben es genannt, Thema Fehlzeiten, wir haben in der Pflege, wir haben so ein gigantisches Fehlzeitenmenge. Und wenn Sie sich das mal vor Augen halten, ob ich einen Handwerksbetrieb habe oder einen großen produzierendes Unternehmen, dann ist es so, dass jeder Tag mich als Unternehmer 400 Euro an Bruttowertschöpfung kostet. Ja. Und wenn man die Fehlzeiten dann aufs Jahr runterbricht, dann kommen wir auf 305 Milliarden Euro fehlende Bruttowertschöpfung. Und wenn wir gerade vor 3, 4 Wochen ist der Bundeshaushalt 2019, glaube ich, verabschiedet worden, oder 2018, weiß nicht genau, da haben wir über 343 Milliarden reden wir. Also wir haben letztendlich einmal der Part Fehlzeit. Wenn wir es hinbekommen mit meinem Team, die Fehlzeiten, ich bin jetzt ganz vorsichtig, um 5, um 10% zu senken, dann ist das schon gigantisch. In Summe, lassen Sie mich ein Beispiel nennen, ein Handwerksbetrieb, also ein größerer Handwerksbetrieb mit 150 Mitarbeitern, hat so viele Fehlzeiten, dass er im Jahr 820.000 Euro an Bruttowertschöpfung hinten fehlen. Kann Aufträge nicht annehmen, etc. Wenn wir dort nur hinbekommen, die Führungskräfte so sicher in der Kommunikation zu machen, dass wir 10% absenken, reden wir über 82.000 Euro. Und jetzt sage ich, so viel kostet ich im Honorar noch nicht mal. Also es macht immer Sinn, dort auch proaktiv auf die Menschen zuzugehen und am liebsten natürlich präventiv. Das sind, Sie haben mit denen hauptsächlich, das merke ich so, in Ihrem Kundenstamm mit den professionell agierenden Arbeitgebern zu tun und das sind die, die ein Ereignis wahrnehmen, sage ich mal, den Flugzeugabsturz und die sagen, oh, das könnte eine Auswirkung haben, jetzt hole ich mal den Herrn Welz. Jetzt habe ich jetzt nun wieder häufig mit denen zu tun, die an sowas überhaupt nicht denken, wo es einfach weitergeht. Und wir müssen ja auch sagen, es sind ja nicht nur, da kommen wir in einem anderen Video nochmal zu, es ist ja nicht immer so, dass es so dieses ersichtlich erkennbare Ereignis gibt, was zu einer Traumatisierung führt, sondern es ist ja häufig zum Beispiel Mobbing, von dem der Arbeitgeber vielleicht gar nichts weiß. Ja? Mobbing passiert auch durch Mitarbeiter, das haben wir ja hier schon häufig diskutiert und haben ja die Situation auch schon gehabt. Oder es sind Ereignisse, die aus der Privatsphäre eines Arbeitnehmers stammen, die mir gar nicht so genau ersichtlich sind. Nicht jeder Arbeitnehmer geht ja zum Arbeitgeber und sagt, Mensch, mein Kind ist beim Unfall gestorben oder es ist dies oder das passiert. Und da will ich jetzt nochmal, weil das ja auch das Thema dieses Videos jetzt war, Traumamanagement am Arbeitsplatz aus Arbeitgebersicht, da will ich nochmal gerne so ein paar, weiß nicht, ob das geht, handwerkliche Tipps geben. Da nochmal jetzt die Frage, ganz konkret, der Arbeitgeber hat das Gefühl, da ist ein traumatisierter, in unserem Sinne, also ein seelisch verletzter Arbeitnehmer. Was kann man dem jetzt ganz kurz auf den Punkt gebracht, was kann man dem sagen? Wichtigster Hinweis für den, wie soll der damit umgehen? Also,
nochmal präventiv, wenn ein Netzwerk da, wenn das Netzwerk nicht da ist, dann sich Hilfe suchen. Und das ist genau der Punkt. Dann steht der Arbeitgeber, und jetzt nehmen wir auch einen Handwerksbetrieb mit 7, 8 Mitarbeitern. Yeah. In einer, die Handwerkskammern, eben ein gutes Beispiel, die sagen, ja, Herr Wilzel, in diesen großen Konzepten, wie Sie denken, denkt der Handwerker nicht. Yeah. Wir haben durchschnittlich 7 bis 8 bis 10, Herr Bredereck, Sie kennen das, maximal 10 Mitarbeiter. Und ob es der Spengler ist, ob es der Zimmermann ist. Red doch mit deinem, die sind doch, die reden mit ihren Kollegen. In so einer kleinen Truppe habe ich eh, oder sollte ich, vielleicht eh ein gutes, ja, sozusagen Unternehmensgefühl, hätte ich fast gesagt, also ein gutes Betriebsklima haben. Wenn das nicht ist, wird er irgendwann kündigen. Wir können nachher nochmal darüber reden, was Kündigung kostet. Aber dort in einem kleinen Bereich, da funktioniert das noch relativ gut. Andersrum wissen sie trotzdem nicht, wie sie. Dann rufen sie bei der Handwerkskammer an, die sagen, ja, wir als Kammer, ob es jetzt eine IHK, wie auch eine Handwerkskammer ist, ja, wir sind dafür gar nicht zuständig. Auch eine Handwerkskammer wird sie nicht weiter machen. Und das ist der Punkt, Kommunikation ist das Wichtigste. Hört ihr es zu? Und interessant ist, die AOK hat im letzten Jahr den Fehlzeiten-Report rausgegeben. Und dort gibt es ein paar ganz interessante Expertisen. Die gehen noch nicht, der Mitarbeiter, der in irgendeiner Form ein Problem hat, geht noch nicht mal zum Vorgesetzten, der geht auch nicht zum Betrieb, sondern der geht zu seinen Kollegen. Ja. Der Großteil geht erstmal zum Kollegen. Das sind die nächsten Ansprechpartner. Ja. Und das ist dann ein System zu installieren, zu sagen, Mensch, dass, wenn Ihnen das passiert, Sie bekommen das hier in der Kanzlei mit, dass einer Kollegin nicht gut geht. Und aber Ihr Kollege würde, ist es also die Mitarbeiter des Kollegen, dann den Kollegen nochmal ansprechen, sagen, Mensch, Herr Willkommen, ich glaube, da ist sowas, fragen Sie mal die Kollegen nach. Also so ein bisschen mehr Sensibilität. Mhm. Und wenn dann eine Situation entsteht, vielleicht auch von seiner eigenen Unsicherheit reden. Mhm. Und wenn ich zu Ihnen käme und sage, Herr Bredereck, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ansprechen soll, ruhig die Unsicherheit ansprechen, also Ihr Bauchgefühl sagt das schon sehr gut. Wir sollten, das empfehle ich auch, ob das jetzt ein großes Unternehmen ist oder ein kleiner, red doch von deinem Bauch. Ja. Mensch. Und dann auch vielleicht mal das Schweigen aushalten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in dem Bereich. Herr Wälzel sagt jetzt natürlich genau das als Tipps, also das Thema offen sein, reden miteinander, Schweigen aushalten, ist genau natürlich das, was uns Menschen in unserer Gesellschaft, in unserem Verhältnis zu Tod, zu Krankheit und solchen Dingen am schwersten fällt. Also das ist fast ja nicht lösbar. Wir haben alle unsere eigenen Ansichten dazu, unsere eigenen, ich will jetzt nicht Trauma, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, aber ich glaube, was die Einstellung zu diesen Themen in der Gesellschaft betrifft, da sind wir in unserer entwickelten Gesellschaft nicht sehr weit, ja, so wenn ich das mit anderen Kulturen vergleiche. Und jedenfalls gehen wir ja mit diesem daran, ja, und deswegen wage ich jetzt die Prognose, genau diese Ratschläge sind halt für die meisten von uns so schwer umzusetzen, ja. Also zum einen, dafür bin ich dann da, und wenn ich mal 2 Stunden im Unternehmen bin, letztendlich ist es Stabilisierung, Ruhe reinbringen. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Also den Druck, jetzt mal auch von der Geschäftsführung, Personalleitung, gut, beim Handwerksbetrieb ist das in einer Person, Betriebsrat, erstmal Ruhe reinbringen. Und dann auch die kritischen Gespräche, die wir in so einer Situation haben. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter, und das, die Fälle haben Sie, Herr Bredereck, sicherlich auch, wenn Substanzgebrauch im Unternehmen ist? Nehmen wir nur über Alkohol. Ja, relativ häufig. Wir haben es immer im Kündigungsverfahren. Genau. Dann führt das bis zu einer Kündigung. Genau. Mensch, so weit muss es auch heute, unabhängig davon, dass wir einen Fachkräftemangel, gar nicht kommen. Rede doch. Warum, nicht warum trinkst du, aber ich habe das Gefühl, mal dahinter zu schauen, wieso kommt er in diesen, ist er in dem Prozess oder Kifferei etc. Ja. Ja, manchmal muss man, bin ich bei Ihnen, aus Arbeitsschutz, und zwar den Betroffenen auch zu schützen, den von der Maschine oder lassen Sie mal einen Dachdecker alkoholisiert offen aufs Dach gehen, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ich würde immer das Gespräch suchen und oft in einer ruhigen Minute oder dann auch einen externen vielleicht hinzuziehen, der das Gespräch führt, und auf einmal kommen ganz überraschende Dinge raus. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, um das konkret zu machen. Eine Mitarbeiterin, eine sehr engagierte Mitarbeiterin, übers Jahr gesehen
wird ihre Arbeitsleistung immer schlechter, spricht kaum noch mit den Kollegen. Die Kollegen sind schon richtig sauer, weil sie Teile dieser Arbeit mitmachen müssen. Und ist dann kurz vor einer Kündigung nach einem Jahr, die setzen sich auch zusammen, der Arbeitgeber und sie. Ja, und dann bricht es in der Situation heraus, mein Sohn hat sich vor einem Jahr suizidiert. Ich konnte da nicht drüber sprechen, was völlig in Ordnung ist. Mhm. Aber das Betriebsklima war auch nicht so, dass sie hätte drüber sprechen können. Und in dem Moment, wo es raus war, war eine Klärung da. Jetzt verstehen wir, warum du in dich geschlossen bist oder also für dich eingeschlossen bist. Ja. Und es hatte nichts. So, und wir fragen zu spät. Ja. Was es auch keine Bewertung ist, weil wir ja unsicher sind. Wir sehen nur, da geht eine Leistung in den Keller und dann kommen, dann würden Sie kommen und sagen, Mensch, der Kollegin müssen wir kündigen. Nee, einfach mal reden. Ja, das war übrigens auch noch eine Geschichte im Vorgespräch und ich habe jetzt, weil es unser erstes Interview jetzt ist, habe ich da auch noch nicht diese Gegensätze rausgearbeitet. Das werden wir werden uns regelmäßig unterhalten und wir werden bei anderen Themen auch noch ein bisschen mehr die Anwaltssicht gegen Ihre Sicht so gegenschneiden, weil das durchaus an der einen oder anderen Stelle man sich eine Entscheidung auch treffen muss, auch als Arbeitgeber. Wir sind im Arbeitgebervideo. Mhm. Noch mehr wird das aber Thema werden in unserem Folgevideo. Wir werden dieses Thema nämlich in einem der nächsten Videos aus Arbeitnehmersicht darstellen. Und da wird es schon richtig spannend, weil wenn er da seine Tipps gibt, wage ich jetzt mal zu prognostizieren, da will ich direkt gegen Gretchen und sagen, oh, das ist heikel. Ja, das hatte ich damals im Vorgespräch schon gesehen. Ich würde jetzt sagen, aus Arbeitgebersicht, ja, der Anteil der psychischen Erkrankungen an den Gesamterkrankungen nimmt zu, obwohl die Gesamterkrankungen abnehmen, ja, aber die psychischen Erkrankungen werden stärker. Ich habe ganz oft schon Videos gemacht, wie man damit aus Arbeitnehmersicht umgeht. Heute haben wir mal gehört, was der Arbeitgeber eigentlich machen kann und vor allem für mich interessant hier, was kann er prophylaktisch machen? Und ich würde Sie sagen, wenn ich es falsch zusammenfasse, ich würde sagen, als Praxistipps für die Arbeitgeber offen sein, also erstmal gucken, Situation erkennen, reden und, das hat das letzte Beispiel gut gezeigt, gegebenenfalls wirklich auch mal eine Frage stellen. Und arbeitsrechtlich, bevor Sie eine Kündigung aussprechen wollen, sind Sie ja verpflichtet, das BEM zu machen. Mhm. Ich stelle das betriebliche Eingliederungsmanagement, dieses Gespräch hier immer als Kündigungsvoraussetzung dar. Aber der Gesetzgeber hat sich ganz anders gedacht. Der hat gedacht, das ist doch schlau, das zu tun, auch aus Unternehmersicht, um die Fehlzeiten von vornherein gar nicht erst entstehen zu lassen, die später Grund für eine Kündigung sein können. Ja? Und das, die drei Sachen würde ich an der Stelle mal zusammenfassend so sagen. Aber wie gesagt, wen die Themen interessieren, dranbleiben. Wir werden weiter, wir haben schon quasi eine ganze Themenserie vereinbart. Wir werden weiter uns die Sachen angucken, als nächstes aus Arbeitnehmersicht. Und danach werden wir uns auch mal in einzelnen Videos speziell mit bestimmten Situationen befassen. Also Mobbing, ja, was zu einer Traumatisierung führen kann, wie geht man damit um, wie geht man mit externen Ereignissen um, wie geht man mit dem Tod eines Mitarbeiters um oder vielleicht sogar mit Häufung von Unglücksfällen in Unternehmen. Ja, und das sind ja sicher Dinge, die haben wir jetzt hier alle ein bisschen zusammengefasst, die sind aber vermutlich ganz unterschiedlich nachher zu handhaben. Ja, erstmal, Herr Welze, vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe selber wieder was gelernt und wie gesagt, gerne Kanal abonnieren, gerne unten in den Kommentaren sind die Links auf seine Seite, wo man dann auch genau sieht, wie man ihn erreichen kann, unseren Arbeitgebern hier im Blog, also ich kann das nur empfehlen, zumindest sich das mal anzugucken, wenn Sie das richtig machen wollen, was die Prophylaxe betrifft, wenn das alles schiefgegangen ist, gut, dann bleibt Ihnen nur noch der Gang zum Anwalt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.